Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Buff und ich bin Johannes Queller. Heute zurück zu einer neuen Home-Serie der Kettlebell Strong Buff und Barefoot-Serie eigentlich. Ja. Und zwar der Kettlebell Press, Single Kettlebell Press. Wichtig ist, dass wir beim Kettlebell Press sozusagen die Kettlebell bei einer Competition Kettlebell auf die verschiedenen Griffarten gehe ich in einem anderen Video nochmal ein. Schräg durch die Hand haben, sozusagen versuchen, dass das Handgelenk gerade ist und dass wir sozusagen nur in den Daumen sozusagen einhaken, damit wir ein bisschen die Kraft im Unterarm schonen. Und aus der Position von hier vorne schieben wir mit dem Ellenbogen unter der Hand nach oben raus. Und ganz wichtig, oben Schulter anheben. Das heißt, eigentlich ist der Kettlebell Press, beziehungsweise die Technik zum Kettlebell Press ganz simpel, weil wir hier nur aus der Position von unten nach oben rausschieben. Ja, ihr müsst auch nicht immer so zur Seite kommen. Ja, wichtig ist nur, dass ihr versucht, den Arm so hoch wie möglich zu ziehen. Pobacken sind fest angespannt. Und dann geht ihr langsam wieder runter. Und wichtig ist eben, dass ihr nicht einmal so zur Seite rausschiebt, ja, sondern dass ihr gerade bleibt. Ellenbogen unter der Kette, unter dem Handgelenk. Aber wenn ihr hier nach außen kommt, passiert es ganz schnell, dass ihr hier eindreht. Ich kann es jetzt noch halten, ja, aber wenn ihr mit dem Arm eindreht, dann ist es wie so ein, wie es im Kampfsport. Ja. Ich habe jetzt hier leider keinen, mit dem ich das zeigen kann. Aber dass ihr sozusagen einfach flupp, wenn sich die Kette bei eindreht, verliert ihr die Spannung so massiv, dass ihr sofort einknickt. Und ihr wollt euch nicht in der Schulter wehtun, nicht im Ellenbogen wehtun und ihr wollt auch nicht, dass die Kette bei euch auf den Kopf knallt. Das heißt, wichtig ist, dass ihr mit dem Ellenbogen unter der Hand bleibt und nach oben rausschiebt, nicht zur Seite rausschieben. Ja. Alright, wichtig ist, dass ihr den Arsch fest anspannt, weil wenn der nicht fest ist und ihr hier ins Hohlkreuz geht, ist es natürlich mega scheiße für den Rücken. Das heißt, ihr versucht, den Po fest zu machen. Wenn ihr den Po richtig fest anspannt, richtet sich so ein ganz kleines bisschen das Becken auf. Dadurch erlaubt es euch, dass ihr euch so ein ganz kleines bisschen nach hinten lehnt. Ja. Zack. Das sehe ich auch noch nicht als Cheat Press oder irgendwas an, ja, sondern wenn ihr aus der Position, Pobacken sind fest, diesen Mini-Auftakt hier rausschieben, das ist für mich auch noch ein Strict Press. Wenn man sich auch Strict Press Max-Versuche von den Leuten anschaut, dann sieht man allerlei Strict Presses. Ja, da sieht man dann so Sachen wie, ja, dass man nicht mit den Beinen gebounced ist, aber dass man halt hier oben so einen Stretch-Reflex ausnutzt, um dann rauszuschieben. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wir arbeiten aus der Position, straight raus und wieder zurück. Wichtig ist, dass ihr oben wieder den Kopf nach vorne nehmt, damit der Trapez richtig schön angespannt sein kann und die Schulter schön nach oben kriegt. Weil wenn ihr hier steht, kriegt ihr die Schulter nicht so schön nach oben, wie wenn ihr nach vorne kommt mit dem Kopf. Alright, das war der Kettlebell Press. Checkt auch die anderen Kettlebell-Videos. Ihr könnt alle Kettlebell-Sachen natürlich wunderbar zu Hause machen. Das ist das Geilste an den Sachen, an den Kettlebells. Und ansonsten checkt die anderen Videos, abonniert meinen Kanal und haut rein, bis bald.